Tagesordnungspunkt 6.6, Festsetzung der Elternbeiträge. Und hier beginnen wir in der Fraktionsrunde diesmal mit der AfD. Herr Gierke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Alle Jahre wieder kommt die Erhöhung der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung. Lohnt es sich für beide Elternteile überhaupt noch, arbeiten zu gehen? Es bleibt ja auch nicht bei den Ausgaben für den Betreuungsplatz. Die Verteilung der Betreuungsplätze erfolgt leider nicht logisch und nach einem Einzugsgebiet wie die Grundschulplätze, sodass für die Eltern noch die Fahrkosten und der Zeitverlust hinzukommt, da der Nachwuchs quer durch die ganze Stadt kutschiert werden muss. Wäre die Kita gleich um die Ecke, könnten Eltern Vollzeit arbeiten gehen oder Betreuungsstunden erheblich reduzieren und bares Geld sparen. Hinzu käme auch die Nutzung für die Umwelt, liebe Vertreter der Grünen. Dresden schmückt sich mit dem Titel, Geburtenhauptstadt Deutschlands zu sein, aber nimmt keine Verantwortung dafür. Eine kinderfreundliche Stadt ist Dresden keineswegs. Bisher hat die Stadt kein schlüssiges Konzept vorgelegt. Offenbar stellen deutsche Kinder auch keine besondere Bedarfsgruppe dar, ganz im Gegenteil. Sie dienen als Einnahmequelle aus fiskalischen Gründen. Können die Eltern bei steigenden Preisen auch bessere Qualität in der Förderung und Erziehung ihrer Kinder erwarten? Wohl kaum. Welche Werte werden heute in Kitas noch vermittelt? Klagen nicht auch jedes Jahr Pädagogen, Ärzte und Psychologen über die Entwicklungsdefizite der Grundschüler? Und bleiben nicht auch viele Lehrstellen unbesetzt, weil die Bewerber unzureichende Sozialkompetenz und geringe Arbeitsmoral mitbringen? Liebe Stadträte, wir sprechen hier auch über die Zukunft unserer Stadt. Die AfD-Fraktion fordert nach wie vor die generelle Abschaffung aller Elternbeiträge und wird daher dieser Vorlage keiner Zustimmung geben. Eltern müssen entlastet werden, Schulen, Universitäten und Berufsschulen werden von der Gesellschaft getragen. Und jetzt frage ich Sie, warum nicht auch die Kindergärten? Vielen Dank. Als nächstes die CDU-Fraktion, Frau Ihle. Ja, wenn wir dann soweit wären, das wäre schön. Mit dieser Vorlage ist die Stadtverwaltung dem Sparsamkeitsgebot gefolgt, was aufgrund der angespannten Haushaltssituation ihr auferlegt ist. Demnach soll zukünftig das dritte und jedes weitere Zählkind einer Familie nicht mehr beitragsfrei in den Kindertagesstätten oder dem Hort untergebracht werden können. Nun sind wir uns aber stadtratsweit fraktionsübergreifend darüber einig, dass wir kinderreiche Familien unterstützen und stärken wollen. Und es ist natürlich gut, wenn dann auch entsprechende Signale gesendet werden. Wichtig ist natürlich auch, dass die Stadt über die finanziellen Ressourcen, über die Potenz dazu verfügt, diese Maßnahmen durchsetzen zu können. Und in diesem Jahr kam uns nun der unverhoffte höhere Steuersegen und Regen da entgegen, sodass wir von diesen steuerlichen Mehreinnahmen am Ende auch diese Beitragsfreiheit weiter gewährleisten können. Damit können wir auf der anderen Seite auch eine mittlerweile 10-jährige Tradition fortführen. Darüber sind wir glücklich. Dieser erfreuliche Umstand führt mich aber zu einem weiteren Gedanken mit Blick auf diese segensreichen Steuermehreinnahmen. Wenn wir weiterhin derartige Entlastungen für Familien stemmen wollen, dann müssen wir die Wirtschaftskraft unserer Stadt stärken. Wir betonen das wissend, dass Dresden da im Vergleich zu Chemnitz und Leipzig mittlerweile hinterherhinkt. Dort, wo Steuern fließen sollen, und auch wenn das manchen nicht gefällt, da müssen erstmal Gewinne gemacht werden. Und wenn ein Unternehmer gewinnbringend arbeiten soll, braucht er auch von der Stadt die Stärkung dazu. Wenn ich dann als Unternehmer meine Steuern gezahlt habe und davon auch die kinderreichen Familien unterstützt werden, ja, das stärkt mich doch. Deshalb müssen Familienfreundlichkeit und Investorenfreundlichkeit Hand in Hand gehen. Natürlich, sonst klappt der ganze Laden vorne und hinten nicht.
Das ist die Auffassung der CDU und es würde mich eben freuen, dass wenn wir andermal wieder solche Beschlüsse wie vorhin vorliegen haben, dass Sie sich ermutigt sehen, diesen Aspekt mit in Ihren Fokus zu nehmen, wenn es zukünftig um die Entscheidung zur Wirtschaftsförderung geht, damit wir dann auch im nächsten Jahr, wenn erneut die Frage der Beitragsfreiheit für das dritte und jedes weitere Kind steht, auch dann wieder so votieren können wie in diesem Jahr. Ich danke Ihnen. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Kiesling. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Tatsache, dass wir jedes Jahr erneut über die Steigerung von Elternbeiträgen reden, liegt natürlich daran, dass eine sehr vorteilhafte Regelung in der Kitasatzung ausgehebelt worden ist. Wir hatten uns ja mal hier geeinigt, die jeweils maximalen Prozentsätze, die uns die Landesgesetzgebung erlaubt, in die Satzung einzufügen. Hätten wir das wieder, könnten wir auf diesen sozusagen murmeltierartigen Diskurs hier verzichten. Vielleicht kann das ja bei der vorhin in Auftrag gegebenen Überarbeitung der Satzung einfach auch mit erledigt werden und wir schauen, ob es rechtlich jetzt wieder oder überhaupt noch machbar ist. Meine Partei verlangt selbstverständlich programmatisch auch, dass die Kitas kostenlos sein sollen. Ich bin an dieser Stelle persönlich allerdings einer anderen Meinung und ich will die Chance nutzen, das auch mal darzustellen. Erstens, es gibt so gut wie keine Proteste von Eltern, die Elternbeiträge zahlen, was die Höhe des Elternbeitrages betrifft. Eltern wollen, dass ihr Kind in einer guten Qualität betreut wird. Darüber beschweren sie sich. Eltern beschweren sich über die zu niedrigen Betreuungsschlüssel. Und würde man die Eltern vor die Wahl stellen, wollte einen besseren Betreuungsschlüssel oder die Abschaffung von Elternbeiträgen, würden die Eltern wahrscheinlich zum allergrößten Teil sagen, wir wollen einen besseren Betreuungsschlüssel. Wenn wir irgendwann mal so weit wären, dass unsere Kindertageseinrichtung in der Qualität den Wünschen der Eltern entsprechen, dann wären wir auch so weit zu überlegen, ob sie komplett ins Bildungssystem integriert und dann auch komplett kostenfrei sein sollten. Das zum Ersten. Zum Zweiten. Über ein Drittel der Eltern bezahlt jetzt keinen Elternbeitrag. Das sind die bedürftigsten der Eltern. Wenn wir also Elternbeiträge abschaffen würden, würden wir nichts tun für die ganz Reichen. Wir würden etwas tun für die mittleren Einkommensschichten, würden aber überhaupt nichts tun für das untere Drittel. Die haben davon keinen Vorteil. Es wäre eine blanke Umverteilung von unten nach oben, weil es kaum vorstellbar wäre, dass bei einer Abschaffung von Elternbeiträgen die Qualität für alle auf dem jetzigen Niveau gehalten werden könnte. Das zum Zweiten und zum Dritten verweise ich diejenigen, die tatsächlich Schwierigkeiten haben mit dem Elternbeitrag darauf, dass es da zwei Varianten gibt. Die eine ist, man kann sie von der Steuer absetzen oder man kann seinen Arbeitgeber bitten, sie zu übernehmen. Der spart dann in dem Falle sogar noch Sozialbeiträge, nur ganz nebenbei. Es gibt einen Punkt, den wünsche ich mir in Zukunft auch bei der Satzung verändert. Wir haben nämlich jetzt einen Automatismus, der ist in der Gesetzgebung vorgegeben, die Elternbeiträge folgen ohne eine Kontrolle der Zahlungspflichtigen, der Entwicklung der Kosten. Und die Kosten wiederum werden nicht kontrolliert durch die Zahlungspflichtigen, wie das eigentlich üblich ist, auch nicht durch uns als Vertreterinnen und Vertreter der Zahlungspflichtigen, der Eltern nämlich, sondern die Beiträge werden veröffentlicht nach Berechnung und darauf beruht dann der angegebene Prozentsatz. Und ich glaube, wir könnten als Stadt, und das ist rechtlich möglich, wir sollten als Stadt hier versuchen, wenn die Satzung überarbeitet wird, dort einen Moment einzuführen, wo der Stadtelternbeirat als Vertreter der Eltern kontrollieren kann, ob die berechneten Betriebskosten auch korrekt sind, weil wir sind ja nicht nur im Prozentsatz an der oberen Grenze, wir sind ja auch in den Kosten führend in Sachsen. Ja, und da, glaube ich, findet man sicherlich die eine oder andere Variante, wie man die Eltern etwas entlasten könnte, indem man mal den Finger genauer auf die Kosten legt. Und zum dritten Kind will ich sagen, also die Rede von der Wirtschaftsförderung in Bezug auf das dritte Kind ist an der Stelle nicht grundsätzlich falsch, aber ein bisschen übertrieben. Ich glaube, das sind 200.000 bis 300.000 Euro, die es nach Berechnung der Verwaltung kostet. Es sind meiner Meinung nach weniger, weil ja in der Vorlage die Verwaltung zwar eine wilde Rechnung angegeben hat, wie sie zu ihren Beiträgen kommt. Ich glaube, sie hätten auch einfach zählen können, wie viele dritte Kinder in Bescheid bekommen, wo drin steht, sie müssen nichts
nichts bezahlen, denn meiner Meinung nach gibt es da einen Negativbescheid. Also das müsste die Verwaltung tun können, dann wüsste sie genau, was wir sparen, hat sie aber nicht getan. Ich freue mich, dass diese Regelung des dritten beitragsfreien Kindes erhalten bleibt, dass sie auch so einmütig erhalten bleibt. Es geht ja um das dritte Kind, was gleichzeitig bei einer Familie Kindertageseinrichtung besucht. Das ist ja nicht per se das dritte Kind. Und es sind nicht viele Familien, die drei kleine Kinder haben, die gleichzeitig in eine Kindertageseinrichtung gehen. Aber wenn, dann weiß man, das sind Familien, die sind eh unter einem ganz hohen Druck im Zeitmanagement, in der Verantwortung für die Kinder. Und denen diese paar Euro als Zeichen der Stadt zu geben, dass man ihre Leistung würdigt, das halte ich für sehr vernünftig. Es ist ein ganz alter Vorschlag der Linken. Den hatten wir hier mal vorgetragen in der Stadt. Herr Zastrow war damals mal programmtreu, da hat er nämlich die FDP plakatiert, kostenlose Kitas, gesetzeswidrig, ging gar nicht. Ja, und dann waren sie im Rat, sie waren schon dabei und dann mussten sie diesem Vorschlag wenigstens das dritte Kind beitragsfrei zu stellen folgen. Ich freue mich, dass diese Regelung hält. Wir als Linke waren da dafür und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Als nächstes Bündnis 90 Die Grünen, Frau Kaspari. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Wie meine Vorredner schon gesagt haben, auch dieses Jahr müssen wir wieder die Elternbeiträge festsetzen für den Eigenbetrieb Kita, für die Kita-Beiträge. Die Basis sind immer die Betriebskosten steigen und damit steigen auch die Elternbeiträge um durchschnittlich 1,5%. Das ist ganz nachvollziehbar und natürlich werden wir das akzeptieren. Was wir nicht akzeptieren, ist natürlich die Beitragsfreiheit, dass die für das dritte Kind abgeschafft werden soll. Das ist nicht nachvollziehbar. Familien mit drei oder mehr Kindern haben bereits einen deutlich höheren finanziellen Aufwand für ihre Familie. Sie haben eine höhere zeitliche Belastung. Und deshalb sind wir dafür, dass die Beitragsfreiheit für das dritte und jedes weitere Kind erhalten bleibt. Dafür sind wir Grüne. Wird SPD das Wort gewünscht? Nein. FDP das Wort gewünscht? Auch nein. Sonst das Wort gewünscht? Herr Gielke nochmal. Verehrte Kollegen, nur noch ganz kurz. Sie reden fleißig über das dritte Kind. Das ist ungefähr genauso, als wenn man ein Kind im Schokoriegel, das einen Schokoriegel hat, sagt, man will es ihm wegnehmen und dann sich entscheidet, oh, ich nehme es ihm doch noch nicht weg, dafür braucht man sich nicht feiern. Dann sprach Herr Kiesling, Sie sprachen von der Qualität. Unsere Forderung, die Beiträge abzuschaffen, bedeutet nicht, dass die Qualität leiden soll. Und das soll auch keine schlechte Qualität sein. Das ist nie Teil unserer Rede gewesen und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Übung. Und ich finde es gut, wenn Sie sagen, die Linke will das ja eigentlich auch. Dann kann ich nur sagen, tun Sie es. Und wenn Sie Prioritäten setzen und die Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe, wenn Sie da richtige Prioritäten setzen, werden Sie das auch hinbekommen. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, bitte ums Handzeichen. Gegenstimmen? 4 Stimmenthaltung. Bei 4 Nein-Stimmen keine Enthaltung und 66 Ja-Stimmen wäre das angenommen. Wir sind